Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Jahreshoroskop 2018, Tierkreiszeichen Widder. Als erstes möchte ich mal 2018 allgemein beschreiben. 2018 ist ein Venusjahr. Das bedeutet, die Gefühle, die Liebe, die Partnerschaft wird uns alle wichtig sein. Und es trifft nicht nur die Wiedergeborenen, sondern alle Tierkreiszeichen. Dann kommt Saturn-Einfluss dazu und Einfluss von Pluto, aber wirkt auch Lilith. Und was sagt uns das aus? Saturn ist unserem großen Lehrmeister. Das bedeutet, wir haben Jahr 2018 noch Lernaufgabe bezüglich Liebe, Partnerschaft. Dann bedeutet auch Karma, karmische Begegnungen, bedeutet auch Schicksal, schicksalhafte Veränderungen, schicksalhafte Ereignisse. Dann kommt die Lilith-Energie dazu, unsere Wünsche, Sehnsüchte und Träume, aber auch die Neigung davonlaufen. Und hier wirkt auch Saturn und sagt klar und deutlich aus, wir sollen diese Wünsche, Träume auch ernst nehmen, weil es ist erreichbar. Dann kommt es alles in Form. Dann die Pluto-Einfluss, das inneren Kraft, die Transformation, wovon sollten wir verabschieden, trennen, loslassen, kündigen. Das sind auch wichtige Themen, weil erst dann kann etwas Neues entstehen. Und es wird auch aktuell sein im Jahr 2018. Worauf wir noch achten sollen, das sind die Gespräche. Wichtig ist, dass wir das sagen, was wir denken und fühlen. Damit haben wir mal einen Vorteil. Das sind klare Worte, auch über Gefühle sprechen. Aber das ist nicht immer klug. Manchmal befinden wir uns in einer Situation, wo besser ist, wenn wir schweigen. Wie sagt man das ganz schön? Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Das sollten wir feinfühlig ausgleichen im Jahr 2018. Und wie trifft das die Wiedergeborenen? Bei den Wiedergeborenen ist wichtig Liebe, Partnerschaft. Und da kommt Sicherheit, Stabilität, das bekommt eine Struktur. Aber von etwas noch verabschieden. Entweder von Beziehungen, was nicht funktioniert, oder von Erinnerungen, was uns bedrückt und traurig macht, Enttäuschungen von Vergangenheit. Kann auch bedeuten, dass das unseren eigenen Gefühlen betrifft, wie Schuldgefühl oder Zweifel oder Angst. Von solcher Art von Gefühlen auch verabschieden, weil das sind die Stolpersteine in unserem Leben. Und dann hat das eine Kraft und es bekommt auch eine Struktur. Also die Wiedergeborenen werden ihren Beziehungen in Ordnung bringen. Und wenn die Beziehung gut funktioniert, dann bekommt das auch eine Struktur, Sicherheit und Stabilität. Und bei vielen wird es auch bedeuten, zusammenziehen, die Beziehung befestigt sich oder eine Ehe. Einige Wiedergeborenen planen einen Umzug oder wird das sogar im Tat umgesetzt. Eine wohnliche Veränderung ist auch zum Erwarten. Anfang des Jahres ist noch etwas gebremst, aber das dreht sich bald und das würde für die Wiedergeborenen bedeuten, es bewegt sich alles voran. Und die Wiedergeborenen können damit rechnen, dass es Veränderungen gibt. Umbrüche, unerwartete Ereignisse, aber auch eine Vorwärtsbewegung. Was noch auch wichtig ist bei den Wiedergeborenen, mal damit bewusst zu werden,
Es ist nicht nur die Liebe, Partnerschaft wichtig, die Sicherheit, Stabilität, sondern auch der berufliche Erfolg wird auch wichtig sein. Aber die Wiedergeborenen bekommen das nicht als Geschenk. Also es kommt keine Unterstützung von außen, sondern wir müssen, ich sag wir müssen, ich bin auch im Tierkreiszeichen wiedergeboren, wir müssen auf unsere eigenen Ideen, auf unsere eigene Kraft vertrauen. Aus eigener Kraft wird es etwas und kommt dieser Erfolg. Die Chancen und Möglichkeiten werden da sein. Also wir brauchen nicht nur die Kraft, sondern auch das Sehen und auch die Mut dazu, richtige Entscheidungen zu treffen. Und das sind Umbrüche und Veränderungen in beruflichen Situation. Eine Reise wird eine Bedeutung sein oder eine Sprache. Vielleicht eine neue Sprache zu lernen. Und das war allgemein die Wiederenergie oder die kosmische Einfluss speziell auf dem Wiedergeborenen für Jahr 2018. Aber das ist noch allgemein beschrieben. Wie trifft Sie das Jahr 2018? Möchten Sie das gerne wissen, wie die Tendenzen sind? Oder die einzelnen Monate, was ist da zum Erwarten? Ganz ausführlich zum Beschreiben. Sie können gerne eine Analyse bestellen. Und dann bei die Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten. Also das ist auch möglich. Da haben Sie einen Blick, eine Art Orientierung, was genau für Sie speziell maßgeschnitten angefertigt Jahr 2018 kommt. Nicht nur allgemein über die Jahr die Beschreibung, sondern auf den einzelnen Monaten auch. Ganz ausführlich. Manchmal ist es nicht notwendig, eine ausführliche Analyse, sondern wir stehen vor einer Entscheidung und da benötigen wir Hilfe oder wir sind unsicher und brauchen wir eine Bestätigung. Und ein guter Rat ist natürlich Gold wert. Oder sind Fragen, was unserem Alltag betrifft, aber es sind auch wichtige Fragen, wie kommt er zurück, liebt er mich noch, sehe ich sie in die kommenden Tagen, soll ich diese Reise machen, soll ich in diesem Arbeitsplatz bleiben, soll ich diese Schulung machen, bekomme ich eine neue Arbeit, kann ich meiner Freundin vertrauen, wie denkt meine Chefin über mich, soll ich meine Eltern besuchen? Soll ich den Führerschein machen? Oder kommt mein Auto in Reparatur? Es sind Fragen, was unserem Leben, unserem Alltag betrifft. Und es sind auch wichtige Fragen. Das zu beantworten ist nicht zeitaufwendig. Und dazu empfehle ich eine Blitzberatung. Wie funktioniert eine Blitzberatung? Das funktioniert schriftlich. Sie schreiben mir ein E-Mail. Sie beschreiben Ihre Lebenssituation, stellen Sie Ihre Frage. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com und ich beantworte persönlich blitzschnell diese E-Mails. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Und ich wiederhole mich nochmal, ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.